Ein Spaziergang in der Natur bringt die Seele nach Hause. Wir leben in einer Welt, die sich immer weiter von der Natur entfernt. Doch dabei ist allgemein bekannt, dass die Natur äußerst positive Auswirkungen auf unseren Körper und Geist hat. Doch was hat die Wissenschaft dazu genau herausgefunden? Exakt das schauen wir uns heute mal genauer an. Zuallererst müssen wir festhalten, dass Menschen eine tief verwurzelte genetische Affinität zur Natur haben. Das sagt die sogenannte psychoevolutionäre Theorie, die vor allem durch Roger Ulrich repräsentiert wird. Ihm zufolge führt ein Leben ohne eine Verbindung zur Natur dazu, dass körperliche und geistige Krankheiten leichter in das Leben der Menschen eindringen. Studien haben aufzeigen können, dass bereits 20 Minuten Zeit in einer pflanzenreichen Umgebung die Vitalität steigern. Insbesondere die emotionale Stärke, die Resilienz also. Unsere Affinität hin zur Natur ist genetisch tief in uns verwurzelt und bereits ein Spaziergang im Wald oder am Strand erweckt in uns Gefühle von Glück und innerem Frieden. Darüber hinaus kam die Forschung zu einer interessanten Erkenntnis. Wenn du in der Nähe einer Grünfläche lebst, sinkt das Risiko, an einer Depression zu erkranken. Die Kraft der Natur ist so stark, dass Patienten, die einen Blick auf die Natur haben, schneller genesen als andere Patienten. Der Autor des Buches The Last Child in the Woods von Richard Louv spricht sogar von einer Naturdefiziterkrankung. In Japan ist man sich den positiven Effekten der Natur bewusst und nutzt sie effektiv beim sogenannten Waldbaden. Menschen, die Waldbaden praktizieren, haben häufig ein optimal funktionierendes Nervensystem, gute Herzwerte und sind seltener krank. Mittlerweile leben immer mehr Menschen weltweit in Städten, insbesondere in großen Metropolen, die nur wenig Platz für Natur bieten. Und dieser Trend wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahrzehnten fortsetzen, was dazu führen wird, dass die positiven Effekte der Natur immer weniger genutzt werden können. Dabei wissen wir, dass selbst Augenerkrankungen bei Kindern selten auftreten, wenn sie viel Zeit in der Natur verbringen. Im Vergleich zu den Kindern, die wenig Zeit im Freien verbracht haben und sich hauptsächlich in geschlossenen Räumen aufgehalten haben. Das liegt vor allem daran, dass sie ihre Augen draußen stärker beanspruchen, indem sie zum Beispiel gezwungen sind, ihre Augenmuskeln zu kontrahieren und mehr natürliches Tageslicht ins Auge fällt. Außerdem gibt es einen Zusammenhang zwischen der Verbundenheit zur Natur und dem Body Mass Index. Menschen, die im Freien trainieren, sind weniger müde und leiden seltener an Übergewicht. Und nicht nur den Körper beeinflusst die Zeit in der Natur positiv, auch den Geist. So konnte aufgezeigt werden, dass Menschen ein verbessertes Gedächtnis aufwiesen, wenn sie durch die Natur anstatt durch die Stadt liefen. Auch der Cortisolspiegel fällt, wenn wir uns in Natur aufhalten. Cortisol ist ein Stresshormon. Spaziergänge im Freien steigern darüber hinaus die Fähigkeit, sich zu konzentrieren. Die Wahrscheinlichkeit, eine Aufmerksamkeitsschwäche zu entwickeln, sinkt ebenfalls. Wenn wir uns in der Natur aufhalten, steigert das unsere Dankbarkeit, insbesondere für die Dinge, die wir von der Natur erhalten. Und wir entwickeln eine verbesserte Wahrnehmung für all diese Dinge, unsere Sinne werden sozusagen feiner. Werfen wir einen kurzen Blick auf das Teilgebiet der Psychologie, das sich mit dem Erleben und dem Verhalten der Menschen innerhalb der Natur beschäftigt. Die noch relativ junge Disziplin der Umweltpsychologie. Sie befasst sich mit den Mensch-Umwelt-Wechselwirkungen, den Einflüssen der Umwelt auf den Menschen und dem Verhalten und Handlungen des Menschen gegenüber der Umwelt. Die Umwelt wirkt sich auf das Erleben und Verhalten des Menschen aus und der Mensch gestaltet und beeinflusst die Umwelt in Abhängigkeit von seinem Erleben und Verhalten. Dabei ist der Umweltbegriff breit gefasst, mit natürlichen Umwelten und soziokulturellen Umwelten wie Gebäuden, Lernumgebungen und Informationswelten. Neue Arbeitsgebiete in diesem Bereich sind Fragestellen zur Globalisierung und nachhaltiger Entwicklung. Die Umweltpsychologie geht davon aus, dass die Natur eine signifikante Rolle in unserem Leben spielt, insbesondere beeinflusst die Natur, wie wir denken, fühlen und erleben. Die Umweltpsychologie betont auch die Wichtigkeit intakter Ökosysteme, beschreibt, wie veränderte Lebensweisen sowohl Individuen als auch Gesellschaft als Ganzes beeinflussen werden. Die Basisansichten der Umweltpsychologie sind die folgenden. Erstens, die menschliche Abhängigkeit von der Natur bestätigt die Evolution. Wir passen uns besser an natürliche Gegebenheiten an, als an von Menschen geschaffte Lebensräume. Zweitens, Kontakt mit natürlichem Licht hat sehr positive Effekte auf Stress, Blutdruck und das Immunsystem. Drittens, Menschen sind immer in der Lage, die Umwelt, in der sie leben, zu verbessern. Viertens, Menschen passen sich und ihre Gesellschaft an die physikalische Umwelt an. Ein Experiment dieses Teilgebietes zeigt auf, dass Menschen, die viel Zeit in der Natur verbrachten und hohe Verbundenheit zur Natur empfanden,
mehr besorgt um die Umwelt waren und sich gegenüber Natur mehr verantwortungsvoll verhielten und auch glücklicher in ihren interpersonellen Beziehungen waren als die Leute, die sich wenig mit der Natur verbanden. Die Natur beeinflusst also direkt unsere Werte und Einstellungen. Im Jahr 2016 führte man eine Studie durch, bei der herauskam, dass sowohl die Schüler als auch die Lehrer, die Outdoor-Aktivitäten durchführten, mental gesünder und zufriedener waren als diejenigen, die solche Aktivitäten sein ließen. Unterricht im Freien kann also äußerst positive Effekte auf den Lernerfolg, aber auch auf die Lernqualität und die mentale Stabilität der Lehrer und der Schüler haben. Interessanterweise kann der Wechsel unserer Umwelt dazu beitragen, dass sich Persönlichkeitsmerkmale verstärkt zeigen. Das fand ein Forscherteam heraus. So zeigte sich, dass Menschen, die in Gebieten mit einer Temperatur von rund 22 bis 24 Grad lebten, höhere Ausprägung in Persönlichkeitsmerkmalen wie Offenheit, Extraversion und Verträglichkeit aufwiesen. Somit konnte aufgezeigt werden, dass die Umwelt, in der wir aufwachsen, einen großen Einfluss auf die Entfaltung unserer Persönlichkeit hat. Schaut man sich kältere Gegenden wie die Polargebiete an, stellen sich hier gegenteilige Effekte ein. Das fehlende Sonnenlicht und die extremen Wetterbedingungen sorgen für eingeschränkte kognitive Leistung, Ängsten und zu einer generell gedrückten Stimmung. Nicht nur unsere Persönlichkeit wird durch unsere Umwelt maßgeblich beeinflusst, auch unsere affektive Wahrnehmung. Outdoor-Aktivitäten können ein Katalysator für Glücksempfinden sein. Die Natur gibt uns auch Dinge wie zum Beispiel Vitamin D oder saubere, schadstoffarme Atemluft zurück, die sich ebenfalls sehr gesund auf uns auswirkt. Auch auf einer spirituellen Ebene steigert die Natur unser Wohlbefinden, weil wir einen tieferen Einblick in das Leben bekommen und somit spirituell wachsen können. Was lernen wir zusammenfassend aus diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen? Wir lernen, dass wir es eine Priorität machen sollten, möglichst regelmäßig Zeit in der Natur zu verbringen. Das mag eine logische und generell anerkannte Meinung sein, doch es schadet nicht, sich hin und wieder mal die Basics nochmal ins Bewusstsein zu rufen, um anschließend davon zu profitieren. In diesem Sinne, vielen Dank für euer Zuschauen und bis zum nächsten Mal.